Ich bin die Veranstalterin der Corona-Demos in Olching, momentan jeden Sonntag seit jetzt einem Dreivierteljahr und kritisiere daher natürlich die Maßnahmen, die aktuell stattfinden. Zu mir persönlich, ich bin alleinerziehende Mutter und selbstständige Webdesignerin. Solo selbstständig heißt, ich bin eben freiberuflich für mich selbst verantwortlich ohne Mitarbeiter. Ja, wofür stehe ich? Ich stehe für Basisdemokratie, für demokratische Mitbestimmung. Das stört mich an den Corona-Maßnahmen mit am meisten, dass uns etwas vorgesetzt wird, wo wir nicht die Möglichkeit haben, uns einzubringen, mitzubestimmen. Die gegensätzlichen Standpunkte zu meinem Gesprächspartner sind vermutlich mal, wir sind am Beginn des Gesprächs, die Maskenpflicht. Ich bin zum Beispiel befreit vom Tragen einer Maske und bin daher sehr leidtragend, auch durch diese Maßnahmen, weil man immer wieder überall angesprochen wird, aufgefordert wird, einen Test vorzuzeigen und so weiter. Meine Kinder in der Schule Maske tragen müssen. Und ich viele Leute kenne, die wirklich körperliche oder auch psychische Leiden haben, weswegen sie keine Maske tragen können, aber dazu genötigt werden, weil es ja kaum mehr Ärzte gibt, die auch Atteste ausstellen. Es traut sich fast kein Arzt mehr. Vermutlich ist auch zum Beispiel diese Abstandsregelung ein gegensätzlicher Standpunkt, wobei ich sagen muss, ich persönlich, ich halte immer Abstand. Also wenn ich fremde Personen treffe im Laden oder so, ich bin sehr zurückhaltend, ich halte Abstand, ich möchte niemandem Angst einjagen. Auch wenn ich persönlich keine Angst habe, lasse ich doch den Menschen den Abstand. Auch die Lockerungen, beziehungsweise eben der Lockdown versus die Lockerungen, ist vermutlich ein gegensätzlicher Standpunkt. Ich spreche mich sehr stark dafür aus, dass die Geschäfte, der Einzelhandel so bald wie möglich wieder öffnen können, da etliche Existenzen gerade den Bach runtergehen. Viele Geschäfte stehen kurz vor der endgültigen Schließung, indem sie im Moment keine Einnahmen erzielen können, aber trotzdem zum Beispiel Miete zahlen müssen. Ich halte die Maßnahmen für überzogen. Also ich denke, in Anbetracht des Ausmaßes dieser sogenannten Pandemie wären wesentlich geringere Maßnahmen auch ausreichend. Also ich halte die Pandemie für nicht so schlimm, wie sie dargestellt wird. Und deswegen halte ich es auch für absolut vertretbar, Geschäfte zu öffnen, Schulen zu öffnen und so weiter. Weshalb gibt es Streit, Herabwürdigung und Geschrei anstatt Auseinandersetzung am runden Tisch, ist die nächste Frage, die ich mir seit Beginn auch stelle. Also das hat mich tatsächlich echt sehr schockiert, als ich begonnen habe, die Proteste durchzuführen, dass ich sehr attackiert wurde von vielen Menschen, von der Presse und auch von Menschen, die mich ja gar nicht kennen, die das durch die Presse erfahren haben. Ich hätte mir gewünscht, dass man einfach verschiedene Standpunkte miteinander besprechen und diskutieren kann, dass jeder seinen Standpunkt darstellen kann und dann man schaut, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo kommt man nicht zusammen, welche Kompromisse kann man vielleicht finden oder zumindest zu einem Verständnis zu kommen für den Standpunkt des anderen. Mein Name ist Ulrich Seibert. Ich bin freiberuflicher Autor und habe studiert mal Betriebswirtschaft an der Uni Regensburg. Bin also auch fertiger Diplomkaufmann. Und ich habe ein Buch geschrieben. Ich glaube, das ist auch ein bisschen verantwortlich dafür, dass ich hier eingeladen worden bin: Die Diktatur des Monetariats. Und mache zu diesem Thema auch eine Sendereihe bei Radio Lora. Und ich wende mich da in diesem ganzen Themenkomplex gegen unsere herrschende Wirtschaftsordnung, den Neoliberalismus. Der Neoliberalismus und Corona sind zwei Themen, die durchaus miteinander verwischen. Aber das wird heute, denke ich mal, nicht unser Streitthema sein. Ja, wofür stehen wir? Also ich persönlich habe ganz klare Pros. Die decken sich teilweise mit dem, was die Frau Dürr gesagt hat. Also meine Priorität ist in der Art, in der Weise Menschlichkeit, Empathie, Rechtsstaatlichkeit, Bildung und vor allem
die Gleichwertigkeit der Menschen. Das Kontra ist sehr einfach gesagt, ich bin gegen die, die diese Werte bekämpfen, aktiv oder unbewusst. Und im Gegensatz zur Frau Dürr möchte ich jetzt erstmal nicht die Corona-Maßnahmen per se diskutieren. Ich will es nicht abwürgen. Ich glaube, da haben wir dann in der letzten Frage durchaus noch Zeit. Und da ist ja auch einiges dran. Also ich will es jetzt nicht abwürgen, ganz bestimmt nicht. Aber ich sehe das Problem und das vielleicht beantwortet Ihre Frage, Frau Dürr. Warum haben wir hier Herabwürdigung? Warum haben wir Streit? Warum können die einzelnen Fraktionen nicht mehr miteinander sprechen? Da müssen wir wesentlich tiefer einsteigen. Wesentlich tiefer ins Kommunikationsmodell vielleicht reingehen. Und ich möchte mal mit der steilen These anfangen, das ist ja nicht neu. Also Ausgrenzung und Herabwürdigung gibt es ja in der Geschichte seit Tausenden von Jahren, wenn es um Andersdenkende geht. Ich will jetzt aber gar nicht auf die Geschichte eingehen, sondern jetzt ein paar Beispiele aus der Neuzeit bringen. In den 80er Jahren, 90er Jahren hatten wir das Thema Scientology. Also die wurden genauso, ich weiß nicht, ob Sie es ähnlich empfinden, die wurden genauso angegriffen oder andere Sekten, die Moon-Sekte, die Zeugen Jehovas teilweise, die mit Meinungen, die man als weltfremd ansieht, gern mal ausgegrenzt werden. Und die Frage ist natürlich, warum sind solche abweichenden Meinungen ein Problem für die Gesellschaft? Und da gibt es im Englischen ein sehr schönes Wort, das heißt Common Sense. Das Wort wird im Deutschen gern falsch übersetzt mit gesunden Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist gerade das Gegenteil, weil gesunder Menschenverstand sagt, dass jeder selber bestimmt irgendwo nach seinem Dafürhalten, was jetzt Common Sense ist. Common Sense ist klar definiert, das ist die Basis der Zivilisation, des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und das Common Sense äußert sich in Deutschland zum Beispiel, und ich denke, da stimmen wir alle überein, im Grundgesetz. Oder in der Mathematik. Die Mathematik ist die Ursprache des Universums. Alle Vorgänge, die wissend bekannt sind, basieren auf Mathematik oder lassen sich mit Mathematik erklären. Und da sind wir jetzt in dem Punkt. Die Mathematik ist ganz klar 2 und 2 ist 4. Das ist nicht unbedingt so. Das ist deswegen so, weil wir gesagt haben, dass diese zwei Finger, diese Anzahl 2 bedeutet. Sie bedeutet nicht 16, sie bedeutet nicht 4, sie bedeutet 2. Das ist eine Konvention. Und wenn wir aus der Konvention dann zwei Sachen zusammennehmen, dann haben wir die Logik drin, aus der Konvention folgend, die Logik 2 und 2 ist 4. Jetzt gibt es leider Menschen, die sich ganz bewusst aus dieser Sache ausklinken. Die sagen, nee, 2 und 2 ist 19. Und da fängt es an, problematisch zu werden. Ich würde mal ein kurzes Beispiel bringen. Frau Dürr, ich will jetzt mal die Rollenspiele ein bisschen aufbrechen. Sie gehen in einen Baumarkt. Sie kaufen sich einen Bohrhammer. 80 Euro. Und dann auf dem Weg zur Kasse sehen Sie noch einen Motorradhelm. 300 Euro. Gehen damit an die Kasse. Und die Kassiererin sagt, 80 Euro, 300 Euro macht 380 Euro. Und Sie sagen, nee, 80 und 300 macht minus 160. Sie schulden mir 160 Euro. Und übrigens akzeptiere ich keine Euro, sondern alles, was ich akzeptiere, sind Reichsmark. Also in dem Fall bleibt der Kassierer nichts anderes mehr übrig, als die vor die Tür zu setzen. Es gibt keine Diskussionsgrundlage mehr, weil Sie sich in dem Beispiel aus der Mathematik rausgeblendet haben. Sie haben sich aus den gesellschaftlichen Konventionen verabschiedet. Sie sind rausgegangen aus, lateinisch a, der Gesellschaft, sozial, asozial. Das ist die Begründung. Wer sich asozial verhält, indem er sich aus den gesellschaftlichen Konventionen verabschiedet, der braucht sich nicht wundern, wenn er dafür angegriffen wird. Ich meine, dieses Ganze, es gibt ja ein zivilisatorisches Regelwerk, das regelt, was passiert, wenn jemand sich aus diesen Konventionen verabschiedet. Das ist zum Beispiel das Strafrecht. Und das ist einfach rechtsstaatlich anerkannt. Und heute sehe ich die Tendenz, im Gegensatz zu früher, vor 20 Jahren, dass immer mehr Leute, ich nenne es mal zum Beispiel Attila Hildmann, Wendler und so weiter, sich aus diesem Common Sense verabschieden.
und dafür entsprechend abgewatscht werden. Das Problem ist, da gibt es nach dem Kommunikationsmodell keine übereinstimmenden Mengen mehr des gemeinsamen Verständnisses. Da ist eine Kommunikation einfach nicht mehr möglich. Wenn die Basis nicht mehr anerkannt wird, dann ist die Kommunikation gestört. Da kann man keine Brücken mehr bauen, weil eine Brücke, die auf Treibsand gebaut wird, wird runtergehen. Das ist der Punkt. Schuld dafür, für dieses Problem der Kommunikation, die trägt meine Generation. Nicht die heutige Generation, nicht die Millennials, meine Generation. Ja, warum liegt die Schuld bei meiner Generation? Weil bei uns, in unserer Generation, gab es einen Paradigmenwechsel in der Erziehung. Also ich bin noch so aufgewachsen, was auf den Teller kommt, das wird auch gegessen. Punkt. Heute ist es so, und das ist übrigens kein Unterschied zu früher, meine Eltern, meine Kinder sind das Beste, was mir passieren kann. Meine Kinder sind das Wichtigste. Aber der Unterschied zu früher ist, dass man das heute, seinen persönlichen, seinen individuellen Blick ausweitet auf die ganze Gesellschaft. Meine Kinder sind was Besonderes und die ganze Gesellschaft muss das als solches anerkennen. Das ist der große Unterschied. Dadurch kommen diese Entwicklungen zu den Helikoptereltern. Dadurch kommt es zu Entwicklungen wie, dass ein Vater, weil die Matheprüfung schlecht ausgefallen ist, früher hat der Bub einen hinter die Ohren gekriegt. Es ist nicht, dass ich jetzt für Gewalt wäre, aber das wurde schnell und quick und dirty geregelt. Und heute geht der Vater zum Rechtsanwalt und klagt diese 5 ein, dass die nicht richtig ist. Das ist ein Riesenunterschied. Das Kind glaubt, es ist was Besonderes. Steht über der Gesellschaft. Es braucht sich nur anstrengen, kann alles erreichen, was es will. Es steht über der Gesellschaft. Es ist besonders, außergewöhnlich. Und mit diesem, ein Kind kann es aber nicht trennen, kann es nicht verifizieren, kann es nicht in Relation setzen. Aber mit diesem Bewusstsein geht das Kind rein in die Gesellschaft und zieht über sich keine Autorität mehr. Weil wer kann denn noch über jemanden sein, wenn man selber der Beste ist? Es geht nicht. Und ich glaube, das ist die Ursache, warum wir heute ernsthafte Probleme haben. Es gibt keine Autoritäten, also ich rede jetzt nicht von Königen, von Gottes Gnaden, ich rede von beispielsweise von der Wissenschaft, die anerkannt werden. Das, denke ich, ist der Kern des Problems. Ja, da haben Sie nun einige interessante Punkte angesprochen. Ich stimme Ihnen da vor allem von den anfänglichen Ausführungen bei ganz vielem zu. Da vertreten wir sehr ähnliche Werte. Wo ich allerdings dann einen Stopp reinhauen muss, ist, wenn Sie mich als Kritikerin der Maßnahmen mit oder uns Kritiker mit einer Sekte vergleichen. Und auch die übrigen Ausführungen, die dann folgen, sind sehr theoretisch weit hergeholt. Also vor Ihnen oder neben Ihnen hier sitzt jetzt nicht Attila Hildmann und auch nicht Michael Wendler, sondern ich, Fee Dürr, als eben alleinerziehende Mutter, Solo-Selbstständige, die durch diese Maßnahmen nicht nur extrem gefordert ist, sondern auch meine wirtschaftliche Existenz gefährdet ist. Und es gibt enorm viele solcher Beispiele und Gründe dafür, auf die Straße zu gehen. Seit Beginn gibt es kritische Stimmen aus der Ärzteschaft, von Medizinern, von Wissenschaftlern, von Epidemiologen, die diese ganzen Zahlendarstellungen, die uns vermittelt wurden von RKI und Herrn Drosten, auseinandergenommen haben und gesagt haben, Moment, da ist was falsch. Das ist eine merkwürdige Interpretation dieser Zahlen, die Sie da aufstellen. Und jetzt haben Sie das Beispiel Mathematik gebracht und genau den gleichen Kritikpunkt haben wir ja auch. Ja, dass das, was uns im Moment vermittelt wird, überhaupt keine reale Wiedergabe der Datenbasis ist, sondern dass es eine stark verzerrte Interpretation der zur Verfügung stehenden Zahlen ist. Und dass vor allem Studien fehlen, also so nach und nach folgen sie nun, aber das war vor allem am Anfang der Kritikpunkt, und es ist auch immer noch nicht die Datenbasis vollkommen geklärt. Es fehlen wirklich ganz viele Untersuchungen und Studien, die diese Daten ein für alle Mal wirklich klarstellen. So, und jetzt haben wir da offene Punkte, über die man einfach, die diskutabel sind, ja, weil sie nicht erwiesen sind, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und da können Sie nur nicht sagen, dass die, die das behaupten, sind eine Sekte und die, die das behaupten, die haben Recht, ja, sondern wir befinden uns einfach eigentlich in einem wissenschaftlichen Diskurs, der aber nicht geführt wird.
Und da fand ich jetzt ganz interessant auch den Punkt, den Sie ganz am Ende noch mit den Autoritäten gebracht haben. Das ist ja auch ein Punkt, den wir stark kritisieren. Es gibt ein paar wenige Experten, die als Autoritäten hingestellt werden. Auch die Regierung selbst stellt sich als absolute Autorität hin, der wir zu folgen haben, die wir nicht kritisieren dürfen. Ja? Und was wir machen ist, wir benutzen unser eigenes Gehirn, ja, um das wirklich die Datenlage zu überprüfen. Und zwar wirklich fachlich, wirklich mathematisch, wissenschaftlich. Und dann zu sagen, stopp, hier sind Lücken und hier widerspricht diese Aussage dieser Aussage. Man darf sich nicht selber zu einer Autorität machen. Es reicht halt einfach nicht, sich 4 Stunden YouTube-Videos anzuschauen und dann zu denken, man ist auf demselben wissenschaftlichen Niveau wie jemand, der das 8 Jahre lang studiert hat und Erfahrungen gesammelt hat. Das geht nicht. Man kann sich nicht selber zur Autorität aufschwingen und sagen, ja, ich habe jetzt das gesehen im Internet und ich weiß es jetzt besser und der hat einfach Unrecht. Das kann man nicht machen. Das ist auch eine Verabschiedung aus dem Common Sense, wer so vorgeht. Ja, was sind die Folgen und Kollateralschäden der Krise und ihre Relevanz? Also ich sehe die sehr massiv, ehrlich gestanden, weil wenn zu viele Menschen sich nicht mehr innerhalb des Common Sense, also auf Basis der gemeinsamen zivilisatorischen Werte, Demokratie, Grundgesetz, Wissenschaft, Mathematik und so weiter, bewegen, dann bekommen wir zwangsläufig, wenn diese Gruppe der, ich nenne es jetzt mal Separatisten, ohne es jetzt so zu meinen, immer größer wird, dann kommen wir zwangsläufig zu einem Auseinanderbrechen, zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft. Und das ist möglicherweise die Konsequenz ist möglicherweise gewaltsame Konflikte, die man dann nicht mehr so leicht in den Griff kriegt. Die Lösung ist, es muss eine Bereitschaft, eine beiderseitige Bereitschaft zur Diskussion geben. Und die Voraussetzung dafür, damit eine solche aber stattfinden kann, ist definitiv meines Erachtens, dass die Separatisten in Anführungsstrichen sagen, okay, wir wollen uns unter den Common Sense beugen, wir wollen der Wissenschaft den Rang geben, aber da sind wir uns ja persönlich, glaube ich, soweit auch ziemlich einig, wir wollen diskutieren auf der Basis einer gemeinsamen zivilisatorischen Grundlage. Weil das Problem ist folgendes, die Menschheit steht vor ganz massiven Problemen. Klimawandel beispielsweise, die Fluchtursachen, 80 Milliarden Menschen inzwischen auf der Flucht, das sind Probleme, die ganz dringend angegangen werden. Die wachsende Ungleichheit zwischen Reich und Arm, die unglaublich viel Konfliktstoff bindet. Und was machen wir? Wir zerfetzen uns gegenseitig und verlieren die ganzen großen wichtigen Themen aus den Augen oder überlassen denen, die die Macht haben, faktisch regulatorisch zu machen, was sie wollen. Das ist nicht der Weg. Unser Weg kann nur als Gesellschaft, als gemeinsame Gesellschaft, gemeinsam an den Problemen zu arbeiten. Und zwar nicht als Deutsche, sondern als Weltgemeinschaft. Wir müssen die armen Länder mit einbinden. Wir müssen endlich statt Konkurrenz gegeneinander, müssen wir endlich zu einer gemeinsamen Lösung kommen, weil ohne das haben wir keine Chance als Menschheit, diese Probleme zu bearbeiten. Und das Ende hat Stephen Hawking, ich glaube, vor ein paar Jahren schon prophezeit. Stephen Hawking hat gesagt, er gibt der Menschheit noch 50 Jahre. Es mag sein, dass das stimmt. Und ja, ich würde sagen, anhand der vielen positiven Eigenschaften, die Menschen so haben, wäre es schade drum. Ja, da stimme ich Ihnen rundum zu. Also ich betrachte genau die gleichen Probleme wirklich als schwerwiegende Probleme der Menschheit, denen wir uns jetzt stellen müssen, die im Moment ziemlich vertuscht werden oder untergehen, einfach in den Medien kaum mehr repräsentiert werden in den Nachrichten, dadurch, dass überall nur noch Corona-Corona-Corona-Thema ist. Also ich meine, ich habe mich jetzt tatsächlich damit selber jetzt auch gar nicht mehr so beschäftigt, aber ich gehe auch davon aus, dass die ganzen Kriege auf der Welt auch weiterhin stattfinden und nicht abgebrochen wurden wegen Corona. Fluchtursachen, auch Flüchtlinge sind ja zum Beispiel selber auch ganz stark betroffen von diesem Corona. Ja? Also in Flüchtlingsheimen, bei uns in Asylunterkünften, sind ja mit die, wo sich das am meisten ausbreitet. Einfach durch die Hygienebedingungen und schlechtere Gesundheitsversorgung etc. Die einzige Frage, die ich nur stellen würde, das mit den Separatisten. Ich möchte in Frage stellen, ob wirklich die Corona-Kritiker, würde ich jetzt mal einfach so nennen, ob die Separatisten sind oder ob nicht vielleicht die Medien und die Politiker die Separatisten sind. Weil
Eigentlich wurde von Anfang an ja eigentlich eine Kritik eingebracht, die aber komplett abgewehrt wurde. Die darf nicht sein. Und ich erinnere mich noch, vorhin haben Sie in Ihrem Beitrag zum Beispiel auch das Grundgesetz genannt als Beispiel für den Common Sense. Und wir sind ja auf die Straße gegangen, um unser Grundgesetz wieder voll einzufordern. Also die Grundrechte, die im Moment angegriffen sind, gestrichen teilweise, also die im Moment einfach außer Kraft gesetzt sind, um die wieder einzufordern, weil wir eben sagen, hey, unser Grundgesetz, wir wollen unsere Grundrechte. Ja, wo ja an dem Punkt eigentlich die Politiker gerade oder die Befürworter, wenn ich sie mal ansprechen darf, diejenigen sind, die sie dafür sind, diese Grundrechte außer Kraft zu setzen. Und arm und reich, das finde ich auch. Der wird ja durch diese Corona-Krise nochmal enorm verstärkt. Also diejenigen, denen es wirklich wirtschaftlich richtig an den Karren gerade geht, sind die Kleinen. Das sind die kleinen Unternehmen, die untere Mittelschicht, der untere Mittelstand, ja, die einfach kleine Unternehmen, die jetzt wegbrechen, die auf Hilfen angewiesen sind, die sie aber entweder nicht erhalten oder erhalten und dann wieder zurückzahlen müssen oder viel zu spät erhalten oder in viel zu geringem Umfang. Diejenigen, die sowieso schon die meisten Milliarden scheffeln auf dieser Welt, kriegen noch mehr und haben eine unglaubliche Umsatzsteigerung. So, und jetzt bin ich nicht diejenige, die hergeht und Verschwörungstheorien auftischt, sondern ich möchte mal einfach dieses Wort Solidarität hier ansprechen. Ob es nicht wirklich solidarischer wäre, wenn man dort, wo dieses Geld, dieses Kapital in Übermaß vorhanden ist, auch um Hilfe bittet, um die Kleinen wirklich, wirklich richtig abzufedern oder wieder hochzubekommen. Also wie können wir diese Schere zwischen Arm und Reich denn verkleinern? Viele kluge Worte, aber einige nicht ganz zu Ende gedacht. Natürlich werden die Grundrechte eingeschränkt. Die Grundrechte werden immer irgendwo eingeschränkt zum Schutz der Gesellschaft. Deswegen haben wir zwar ein Grundgesetz, in dem die Grundrechte alle draufstehen, aber es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, in denen die Grundrechte, zum Beispiel die auf freie Fahrt für freie Bürger, zum Schutz der Gesellschaft eingeschränkt werden. Das ist sinnvoll so. Diese Krankheit ist gefährlich. Sie ist sehr gefährlich für manche Risikogruppen. Sie ist auch gefährlich für Sportler. Gerade am Anfang, am März, gab es schon einen Bericht über einen Sportler, einen Hochleistungssportler, der beatmet werden musste und dann nach einer Woche gestorben ist. Also der war im besten Alter, keine Risikogruppe und so weiter. Also Covid-19 ist gefährlich und der Staat hat verdammt nochmal die rechtsstaatliche Verpflichtung. Und das war, ist die alleroberste rechtsstaatliche Verpflichtung, weil das Grundgesetz eben für alle gilt und nicht bloß für ein paar Interessensgruppen, jeden einzelnen Bürger, insbesondere die Schwachen, zu schützen. Jetzt bin ich eher von der linken Seite des politischen Spektrums, aber ich freue mich darüber, dass ein Herr Söder von der anderen Seite des politischen Spektrums das genauso sieht. Und so definiere ich den Common Sense. Wir sind uns völlig uneinig in vielen Fragen, aber in diesem Punkt haben wir diesen selben Common Sense. Sie machen das ganz entweder geschickt oder absichtlich, weiß ich nicht. Also ich sage jetzt nicht wissentlich und will jetzt nichts unterstellen, dass Sie sich von Rechtsextremen beispielsweise auf Ihren Demos abgrenzen. Finde ich super, finde ich in Ordnung. Aber Sie verbreiten deren Botschaft. Ob Sie das jetzt wollen oder wissen, weiß ich nicht. Der Staat hat die Verpflichtung, alle Menschen zu schützen. Und wenn es notwendig ist, dazu Grundrechte befristet einzuschränken, muss er das machen. Und unter diesem Gesichtspunkt und nur unter diesem Gesichtspunkt sind diese Einschränkungen zu verstehen. Natürlich ist nicht alles richtig, was der Staat macht. Und ich gebe Ihnen in sehr, sehr, sehr vielen Punkten recht. Also beispielsweise das Thema die Kleinen und die Selbstständigen. Ich bin ja auch einer. Ich bin Autor. Mir geht es genauso. Ich kriege keine einzigen Hilfscent. Kriege ich nicht vom Staat. Trotzdem halte ich das für richtig. Der Staat lässt eiskalt die Kleinen und Selbstständigen runtergehen, lässt ganze Branchen wie die Kulturbranche einfach absaufen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das passiert, es passiert wirklich, ja. Und Amazon, und auch das stimmt, macht Milliardengewinne extra. Die reichsten Leute haben ihr Vermögen in dieser Zeit, in diesem einen Jahr, um 35% gesteigert. Das ist ein Faktum. Aber warum ist das so? Warum kriegt die Lufthansa 9 Milliarden reingeschoben? Warum kriegt BMW, die gerade soeben 700 Millionen oder die im selben Atemzug 700 Millionen an ihre Aktionäre ausschütten, Staatshilfen in Form von Kurzarbeitergeld? Warum? Die Antwort ist
Neoliberalismus. Wir haben ein neoliberales System. Das neoliberale System heißt das Recht des Stärkeren. Und das Recht des Stärkeren heißt, die Großen schaffen an, die Kleinen ducken sich. Und die Politik folgt. Wir haben im Bundestag wie viele Parteien? Wir haben die CDU, CSU, neoliberal. FDP, neoliberal. Grüne, neoliberal. Ich erinnere daran, dass die Grünen unter Joschka Fischer mit SPD den Neoliberalismus erst so richtig aus der Taufe geholt haben in den 80er Jahren. Die SPD, neoliberal, wird wieder von einem neoliberalen Kanzlerkandidaten in den nächsten Wahlkampf geführt. Wen haben wir noch? Die Linke, teilweise neoliberal, so spreche ich auch Leuten, die neoliberal wählen, das Recht ab, sich über neoliberale Praxis letztendlich dann zu aufzuregen, weil sie haben es ja selber so gewollt und sie werden auch wieder so wählen. Und wer den Neoliberalismus will, der bekommt ihn auch. Das ist so. Und das setzt auch, die Konsequenz ist aber dann, dass die Reichen immer reicher werden, das zeigen die Armutsberichte ja seit Jahren, und dass die Kleinen immer ärmer werden und die Leute unten. Thema Solidarität, genau das ist der Punkt, das große, wichtige Wort. Genau darum geht es in dieser ganzen Covid-Geschichte, um Solidarität mit denen, die sich nicht selber schützen können, die geschützt werden müssen. Dass damit unwirksame Mittel aufgefahren werden, um diese Leute zu schützen, das ist leider ein Faktum. Und über diese Mittel, ob die Tauglichkeit dieser Mittel muss diskutiert werden, gar keine Frage. Aber die Solidarität mit diesen Leuten muss das oberste Prinzip sein. Ich war einige Jahre aktiv bei Attac. Ich bin Globalisierungskritikerin und ganz stark gegen den Neoliberalismus auf die Straße gegangen auch schon. Und deswegen bin ich da voll bei Ihnen. Ich würde sogar auch dazu weitergehen, nicht nur zu sagen, wer neoliberale Parteien wählt, macht sich da mitschuldig zu einer neoliberalen Politik, sondern auch wer ein solches Verhalten an den Tag legt, also alles Mögliche zum Beispiel nur noch bei Amazon zu bestellen und so weiter, ja, der ist natürlich auch mitschuldig daran, dass diese Konzerne dann solche Milliardengewinne scheffeln. Also da muss man auch bei sich selber gucken, wie kann ich denn mein eigenes Verhalten ändern, um eher die Kleinen zu fördern anstatt die Großen. Also ich versuche mich ja mittlerweile gemäßigt auszudrücken, weil ich weiß, dass auf unseren Kundgebungen wirklich auch dieses ganze breite Spektrum, genauso breit wie in unserem Parlament, wie im Bundestag, genau das breite Spektrum haben wir auch bei den Teilnehmern auf unseren Kundgebungen. Ich persönlich würde niemals AfD wählen und sie dürfen zum Beispiel bei uns auch nicht als Redner auftreten. Die haben natürlich einen ganz starken Zugewinn, dadurch, dass sie sich von Anfang an hingestellt haben und das auch sehr kritisch in Frage stellen, diese Maßnahmen, als einzige Partei. Und das ist was, wo ich sagen muss, nicht Juhu AfD, sondern sag ich, Grüne, Linke, wo seid ihr geblieben? Also das ist wirklich das, wo sich ganz viele verloren fühlen in ihrer politischen bisherigen Heimat. Sie fühlen sich wirklich im Stich gelassen von den Parteien, dass alle das, was von den Regierungsparteien, von der Großen Koalition vorgegeben wird, einfach komplett mittragen und nicht mehr die Opposition sind, die sie eigentlich sein sollten. AfD ist natürlich ja ganz massiv, also die ist die radikalst neoliberale Partei von allen im Bundestag. Also wer sich gegen Rentenkürzungen oder neoliberale Auswirkungen zur Wehr setzen möchte und AfD wählt, also der hat wirklich den Schuss nicht gehört, einfach mal einen Blick ins Parteiprogramm und da werden einem die Schuppen von den Haaren fallen sozusagen. Wo wir jetzt über die, auch unter anderem die Parteien gesprochen haben, jetzt kam auch die AfD auch ins Spiel, würde ich gerne übergehen zu dem Thema Rechtsoffenheit. Das steht ja schon lange im Raum, also seit Beginn dieser Proteste, diese Corona-Demos wären so rechtsoffen oder Querdenken wäre rechtsoffen, wobei ich dazu sagen muss, ich betrachte mich nicht als Querdenken. Das ist aber auch genau einer der Kritikpunkte, warum ich mich da auch ein bisschen distanziere, ist genau diese Rechtsoffenheit. Was ist dieser, also ich unterstelle keine Rechtsoffenheit, aber es ist eine vielleicht an manchen Stellen zu geringe Abgrenzung. Deswegen ist es mir persönlich wirklich wichtig, auf unseren Kundgebungen auch uns zu positionieren, zu distanzieren gegen Rechtsextremismus und auch gegen Linksextremismus. Ich führe das die eine oder andere Male dann auch viel weiter aus. Was bedeutet das eigentlich? Ich sage jetzt mal, was ich an
an rechts problematisch finde, beziehungsweise an einem Rechtsextremen. Ja, also weil für mich ist es so, wir haben dieses breite Spektrum, das wir auch in unserem Bundestag vertreten haben, was einfach auf einer demokratischen Basis gewählt wurde, wo man auch sagen muss, okay, das ist demokratisch gewählt und das ist einfach ein Meinungsspektrum, das dann auch da abgebildet wird. Würde ich jetzt so sagen, obwohl ich, wie ich schon erwähnt hatte, eben selbst nie die AfD wählen würde. Aber wo ist denn der Kritikpunkt zum Beispiel an der AfD oder auch an diesen Corona-Demos, also zumindest wurde da so ein Zusammenhang hergestellt, ist, dass es ganz am Rand eben den Rechtsextremismus gibt bei der AfD, ist das dieser Punkt mit dem Flügel, wo eine vielleicht zu geringe Abgrenzung stattfindet. Wo ist die Schwierigkeit beim Rechtsextremismus, bei rechtsextremen Parteien? Also was für mich grundsätzlich, was ich jetzt mal einfach als rechts einordnen würde, ist dieses Autoritäre, der Wunsch nach einem autoritären Staat, das Führerprinzip. Für mich eigentlich quasi das Gegenteil von Basisdemokratie. Wo ich jetzt auch als Corona-Demonstrantin sage, ja, aber ich gehe doch auf die Straße für die Grundrechte. Die Grundrechte gelten für alle Menschen, ja, egal welche Nationalität, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, was auch immer. Es gilt für alle Menschen in diesem Land, also Grundrechte sind ja deutsches Gesetz, ist genau das Gegenteil von dem, wie ich, und da kann ich, glaube ich, jetzt schon auch für viele dieser Corona-Demonstranten sprechen, wie wir es im Moment wahrnehmen. Also wir nehmen im Moment diesen Staat als autoritären Staat wahr, na, weil da wirklich etwas durchgezogen und durchgeprescht wird, ohne demokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten, ohne auf den Einzelnen zu hören. Ein weiterer Punkt, den ich an Rechtsextremismus schwierig finde, ist die Fremdenfeindlichkeit. Fremdenfeindlichkeit oder auch Muslimenfeindlichkeit, die ja beim Rechtsextremismus dann auch wirklich auch in Gewalt übergehen kann. Das finde ich ganz schwierig in einer demokratischen Gesellschaft. Ich habe jetzt tatsächlich, ich hatte früher, kannte ich solche Menschen gar nicht, die zum Beispiel die AfD wählen. Ich habe jetzt dadurch ja viele kennengelernt und dadurch ein Verständnis dafür entwickeln können, was haben denn diese Menschen für Ängste? Ja, und da ist bei ganz vielen tatsächlich diese Angst vor Überfremdung. Ich teile diese Angst nicht. Und auch dadurch, dass ich jetzt viele Menschen kenne, ich teile sie immer noch nicht, diese Angst. Und ich kann dann Statistiken erwidern, wobei ich jetzt da auch gar nicht so firm drin bin. Also das wäre gut, wenn das Menschen machen, die sich wirklich auskennen. Aber ich habe ein Verständnis entwickelt für die Ängste der Menschen. Und das finde ich wichtig in einem demokratischen Staat, dass man zumindest verstehen kann, warum hat denn dieser Mensch Angst vor etwas. Und ja, was der AfD oder damals auch Pegida vorgeworfen wurde und wird, ist ja dieser Rechtspopulismus, dass man mit einfachen Erklärungen komplexe Zusammenhänge erklären möchte. Und das wurde den Corona-Demonstranten auch mal vorgeworfen, wo ich bis heute nicht wirklich nachvollziehen kann, warum, weil es ja wirklich sehr komplexe Zusammenhänge sind, die wir auch wirklich komplex auseinandernehmen. Die Begriffe Rechtsoffenheit, Linksoffenheit sind Begriffe, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ich will es auch gerne begründen. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass derjenige, der diese Begriffe verwendet, Presse, wo auch immer, gar keine richtige Vorstellung hat, was rechts und links eigentlich ist, was da dahinter steckt konzeptionell. Weil viele Begriffe, wie die politische Mitte und sowas, sind völlig unlogisch. Ich meine, es gibt die Mitte, es gibt Kompromisse, Gleichwertigkeit der Menschen. Und da bin ich sehr froh, Frau Dürr, dass wir da auf ein und demselben Zweig sitzen, dass wir die Gleichwertigkeit des Menschen unabhängig von Hautfarbe und so weiter ganz oben ansetzen. Und jetzt die Abgrenzung zwischen rechts und links ist einfach ganz einfach. Entweder man ist für die Gleichwertigkeit, links, oder man ist gegen die Gleichwertigkeit, rechts. Da kann es keine politische Mitte geben. Es geht nicht. Der Einzige, der in der politischen Mitte stehen kann, ist jemand, der keinen Rückgrat hat, der sich nicht festlegen will. Der sagt, okay, nee, also mal so, mal so, mal so. Aber das ist keine Position. Und von daher, wenn es nur zwei Positionen gibt,
nämlich gleichwertig oder nicht gleichwertig. Was soll denn dann die Mitte sein? Und was soll dann Rechtsoffenheit sein? Rechtsoffenheit ist nach diesem Begriff nicht möglich. Woher kommt es eigentlich, diese Gleichwertigkeit der Menschen? Das ist ein uralter Gedanke. Wir berufen uns hier ja immer gerne auf die christlich-abendländische Tradition und genau da kommt es her, aus der Bibel, aus dem Neuen Testament sozusagen. Jedes der vier Evangelien hebt die Gleichwertigkeit der Menschen immer wieder hervor. Das ist immer wieder ein Thema. Wenn man jetzt gegen diesen Common Sense geht, wenn man sich also gegen Bildung stellt, wenn man sich gegen Rechtsstaatlichkeit stellt, ich unterstelle jetzt nicht, dass Sie das tun, aber es sind viele, die sich in diese Richtung bewegen, auch bei den Corona-Leugnern, auch bei den Querdenkern, auch und gerade bei der AfD, dann ist man antisemitisch. Auch wenn man jetzt per se zunächst mal gar nichts gegen Juden selber hat. Wir teilen übrigens sehr viele Ansichten, zum Beispiel im Thema Rechts. Ich sehe die Definition als richtig, autoritäres Führerprinzip geht gar nicht, das ist ein Widerspruch zur Demokratie. Diese drei Punkte, die habe ich mir jetzt wirklich gemerkt. Das ist Rechtsstaatlichkeit, Bildung und Gleichwertigkeit des Menschen. Und genau diese drei Punkte fordern eigentlich die sämtliche Corona-Demonstranten. Also, wir fordern die Rechtsstaatlichkeit. Das, was im Moment stark eingeschränkt wird, sind wirklich die Grundrechte selbst. Also Reisefreiheit ist im Moment ja komplett eingeschränkt. Noch nicht komplett. Man kann ja noch wohin reisen, aber immer unter der Bedingung, dass man dann sich testen lassen muss. Es gibt Gegenden, die werden so eingestuft, denn der Punkt Bildung ist im Moment sehr stark eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Ich habe zwei Schulkinder, eine im Abschlussjahr und eine im Grundschulalter. Die Schulen sind zu. Das, was sie im Moment lernen, ist absolut nicht vergleichbar. Also der Schulstoff, dieser rein kognitive Stoff, wird zwar versucht, irgendwie über Homeschooling zu arbeiten. Also ich als Mutter muss dann die Lehrerin für meine Tochter sein, für die Kleine zumindest. Die Große macht dann Online-Unterricht. Ja, und soll diese kognitiven Lerneinheiten mit ihr durcharbeiten, was bei Weitem nicht geht wie in der Schule, weil einfach die gesamte Grundmotivation fehlt. Das Menschliche, das Soziale, das ganze Zusammenwirken, die Gruppendynamiken, der Kontakt mit dem Lehrer, der Kontakt mit den Schülern, Bewegung, Sport, alles, was Spaß macht, das fällt alles weg. Also wenn Sie mich fragen, zählt zu Bildung nicht nur kognitives, sondern auch soziale Bildung. Und das dritte, Gleichwertigkeit des Menschen, das ist ja auch das, warum wir auf die Straße gehen, wenn es jetzt heißt, zukünftig soll es nur noch möglich sein, zu reisen für geimpfte Menschen oder auf Konzerte zu gehen, Veranstaltungen. Da wird dann plötzlich unterschieden, ob man geimpft ist oder nicht geimpft ist. Es wird unterschieden, ob man getestet ist oder nicht getestet ist. Also die Gleichwertigkeit des Menschen sehe ich sehr gefährdet. Also das heißt, im Grunde vertreten wir scheinbar gleiche Werte, aber wir interpretieren die aktuellen Maßnahmen dahingehend von völlig zwei verschiedenen Seiten. Einverstanden mit den Einwendungen, aber warum sind die Grundrechte denn eingeschränkt? Da gibt es ja auch Prioritäten. Und das Bundesverfassungsgericht wägt die ja durchaus ab. Ich meine, es gibt auch immer wieder Eilverfahren vom Bundesverfassungsgericht. In Krisensituationen muss Bundesregierung, jede rechtsstaatliche Regierung, egal welcher Partei die jetzt angehören, da jetzt drin sind, muss ja eine Abwägung treffen zum Schutz und, auf der einen Seite und zu gewissen Freiheiten auf der anderen Seite. Und jetzt ist es bei dem Virus mal so, dass das einzige bekannte Mittel neben der Impfung, die ja aber auch noch nicht flächendeckend da ist, da sind wir noch weit weg davon, im Moment die Kontaktbeschränkung ist, weil nur die Kontaktbeschränkung wirklich sicherstellt, dass das Virus keine Chance bekommt, von der einen auf den anderen rüberzuspringen. Da musste die Bundesregierung, und zwar am Anfang schnell, ohne vorbereitet zu sein. Und da konnte es nicht auf den gesamten demokratischen Apparat Rücksicht nehmen. Das ist leider richtig, muss ich ihr zugestehen, weil das hätte viel zu viel Zeit gekostet. Sie musste schnell handeln, sie musste schnell Entscheidungen treffen. Sie hat sich jemanden gesucht, der ihrer Meinung nach, und das war das Robert-Koch-Institut, da führend ist auf dem Gebiet und hat sich an diese Ratschläge von dort geholt. In der Zwischenzeit hat sie viel dazugelernt, aber sie hat natürlich auch viele Fehler begangen, da braucht man nicht reden. Aber jedenfalls, der Schutz des Lebens ist immer höher als der Schutz der persönlichen Entfaltung, also ein Bier trinken zu gehen mit Freunden. Das ist leider mal so. Und
Das Problem ist ja das, wenn wir sich uns dran gehalten hätten. Im März haben die Maßnahmen ja gewirkt. Im März war nach 6 Wochen die Inzidenz runter. Der Käse war gegessen. Natürlich kam die zweite Welle und natürlich muss die Bundesregierung wieder vorhalten. Ja, ihr habt die Zeit ja völlig ungenutzt gelassen, richtig. Aber dann kam Anfang November der zweite Lockdown und da haben sich die Leute nicht mehr dran gehalten. Und der wurde verlängert im Dezember, im Januar, im Februar. Jetzt reden wir vom März. Fast ein halbes Jahr. Warum? Weil die Maßnahmen nicht mehr gewirkt haben. Wenn wir das nicht in einer beherrschbaren Größenordnung halten, bis die Impfungen zumindest mal durch sind, fangen wir immer wieder von vorne an. Neuer Lockdown, wieder Freigabe. Neuer Lockdown, Freigabe. Da, verdammt nochmal, da machen wir es einmal richtig. Einmal richtig, wir kriegen die Inzidenz runter, wir können es beherrschen und dann ist Schluss und dann ist gut und dann kann das Leben wieder vorgehen. Vor allem, wenn dann gleichzeitig die Impfungen einsetzen und dann kann sich das egalisieren. Aber dazu muss der Bürger mitmachen. Da ist nicht die Politik schuld, wenn es nicht funktioniert. Da ist der Bürger schuld, der sich nicht dran hält. Schule, da, ich bin 100% bei Ihnen. Absolut, das Unding, was da passiert, das liegt daran, die Kultusministerien sind weitgehend lahmgelegt, sie können nichts machen, sie haben kein Budget und das Budget ist deswegen nicht da, weil wir brauchen ja einen Verteidigungshaushalt in der Bundesregierung, der fast so hoch ist wie der von ganz Russland. Das haben wir so mal zugesagt, das müssen wir machen, das hat jetzt ganz hohe Priorität. Das ist Neoliberalismus. Für die Schule ist kein Geld da, für alles andere ist Geld da. Viele dieser Probleme kann man mit Digitalunterricht lösen, aber es geht natürlich nicht, wenn die Lehrer keine Ahnung haben, wie man mit dem Zeug umgeht. Und selbst wenn sie die Ahnung hätten, wenn sie die Schulungen bekommen, die Medienkompetenz bekommen würden, dann müssen sie mit veraltetem Zeug aus den 90er Jahren arbeiten. Ja, was soll das? Also das geht nicht. Und da ist einfach ganz viel versäumt worden. Da ist ein riesen Investitionsstau in allen möglichen Schichten. Und es liegt daran, dass Schule hier und Bildung hierzulande keine Priorität hat. Und auch das ist wieder neoliberal. Wer neoliberale Parteien wählt, bekommt diese Ergebnisse. Welche Grenzen muss Meinungsfreiheit haben und wer zieht sie wo? Also meiner Meinung nach ist die Grenze der Meinungsfreiheit da, wo... Und da sind wir uns jetzt wahrscheinlich einig in dieser Formulierung, dort, wo für andere Menschen eine Gefahr entsteht. Ja, also zum Beispiel, wenn wir uns den Rechtsextremismus und Linksextremismus anschauen, Gewalt, ne, wo es wirklich übergeht von, dass man nicht nur Angst hat vor bestimmten Menschen oder Menschengruppen, sondern dass sich so, zu so einer Feindlichkeit erwächst, dass man auch bereit ist, Gewalt anzuwenden. Das ist für mich eine ganz klare Grenze. Das Problem ist, es sind zwei Probleme dabei. Das eine Problem ist, zur Meinungsfreiheit gehört aber auch, den Gegenwind, den die eigene Meinung unter Umständen auslöst, zu ertragen. Also die Meinungsfreiheit gibt keine Garantie der Widerspruchsfreiheit. Widerspruchsfreiheit ist Teil der Meinungsfreiheit. Das heißt, wer eine These aufstellt, muss auch damit rechnen, dass er Gegenwind bekommt, Shitstorms bekommt, Ablehnung bekommt. Er hat kein Recht, von diesen Sachen geschützt zu werden. Das ist nicht Teil der Meinungsfreiheit. Das wäre ein grobes Missverständnis von Meinungsfreiheit. Und das andere Thema, wenn die Meinungsfreiheit dazu führt, und da gebe ich Ihnen voll und ganz recht, Frau Dürr, dass Gefahr für Leib und Leben besteht, dass strafrechtliche relevante Aspekte reinkommen, wie Beleidigungen oder Volksverhetzung oder weiß der Kuh was, dann ist das ein Problem. Aber das ist kein Problem der Meinungsfreiheit. Es ist ein Problem, für das der Rechtsstaat gewisse Mechanismen entwickelt hat. Strafrecht zum Beispiel. Beleidigung kann geahndet werden. Volksverhetzung kann geahndet werden. Körperverletzung kann geahndet werden. Die ganzen Instrumentarien sind da. Vielleicht funktionieren sie nicht immer. Es gibt immer Probleme überall, aber sie sind da, sie können genutzt werden. Und ich glaube, dass die Behauptung, dass diese Instrumentarien momentan nicht funktionieren würden, schon ein bisschen weit hergeholt sind, ganz ehrlich. Ich sehe im Moment die Meinungsfreiheit durchaus eingeschränkt. Es findet zum Beispiel im Moment eine sehr starke Zensur statt. Also laut unserem Grundgesetz gibt es keine Zensur in Deutschland. De facto werden aber momentan auf YouTube und diesen Plattformen, Twitter etc. Tausende und Millionen von Beiträgen und Videos gelöscht, da sie nicht der Meinung entsprechen, die regierungstreu ist. Hier in Deutschland.
Und wir haben ja seit ein paar Jahren dieses eigentlich wirklich scharfe Vorgehen in unserem Land, was ich eigentlich ursprünglich ganz gut fand, gegen Hate Speech, ja, Hassrede vorzugehen, gegen Hetze vorzugehen. Und ganz ehrlich, die Berichterstattung in den Medien über Corona-Kritiker empfinde ich als Hassrede, als Hate Speech, als absolute Verhetzung. Ich bin völlig dagegen, dass sowas private Unternehmen, noch dazu Konzerne mit eigenen Interessen, von sich aus lösen. Das ist überhaupt nicht demokratisch, das darf nicht sein. Völlig richtig. Aber es gibt keine Alternativlösung im Moment. Also eigentlich wären die Staaten oder die Staatengemeinschaft gefordert, jetzt da ganz knallharte und vor allem demokratisch legitimierte Richtlinien aufzustellen. Diese Art von Behauptung ist verboten, diese Art von Behauptung ist verboten, diese Art von Behauptung ist erlaubt und ganz klare Grenzen zu ziehen, die demokratisch legitimiert sind. Wo ist die Grenze zur Hate Speech? Wo ist die Grenze zur Verschwörungstheorie? Weil auch das ist ein Problem. Wir haben unglaublich viele Verschwörungstheorien und die schaden uns allen. Also beispielsweise die Verschwörungstheorie der Umvolkung oder sowas, das Hanebüchen, dem muss natürlich schon, da muss es natürlich schon ganz klare Kriterien geben, der Abgrenzung, was ist eine Verschwörungstheorie, wo sind Fakten, wo sind belegbare Fakten da und wo ist einfach nur Gesülze da. Und leider haben wir bei einigen Corona-Leugnern natürlich das Problem, eben gerade Hildmann, wenn es ausdrücklich nicht Sie, Frau Dürr, dass da ganz gewaltiges Gesülze abgelassen wird. Und ja, es muss dieses Gesülze darf sich nicht verbreiten, da bin ich auch dafür, aber es muss demokratisch geregelt werden, was fällt unter Gesülze, was ist einfach faktenbasiert. Also da müssen wir Klarheit kriegen, das ist richtig. Ja, dann noch die Frage zu der Akzeptanz von links oder rechts. Rechtsextremismus, ja, wie weit soll man das dulden? Wenn ich Ihnen da einen Tipp geben darf für Ihre Demos in Olching, ist ganz einfach. Jeder darf mitgehen, gar keine Frage. Ganz anders wird die Sache, wenn er eine Reichsflagge hisst. Wenn er die 88 zeigt, was im Prinzip das Symbol für Heil Hitler ist und sowas. Wenn solche Symbole ins Spiel kommen, dann bin ich der Ansicht, dann hat der Veranstalter zu sagen, du pass auf, entweder du packst dein Zeug ein oder du machst dich vom Acker. Weil ansonsten identifiziert, sonst lässt, wenn er zulässt, dass diese Symbole auf seiner Demonstration gezeigt werden, dann riskiert er natürlich, dass seine Demonstration mit diesen Werten, die Rechtsextreme, oder Werten möchte ich das gar nicht nennen, mit diesen Ansichten, die Rechtsextreme da vor sich hertragen, identifiziert wird. Wer das nicht will, muss ganz klar sagen, nein, diese Symbole haben hier nichts verloren. Kann ich Sie beruhigen? Genau das machen wir tatsächlich. Also auf unseren Kundgebungen in Olching lasse ich keine Reichsflaggen zu. Mit einer 88 kam noch keine an. Oder sonstige Symbole in die Richtung. Also die AfD würde ich jetzt nicht als rechtsextrem bezeichnen. Also wie gesagt, sie haben diesen rechtsextremen Flügel. Das wäre vielleicht meine Kritik an der Linken, dass sie viel zu schnell jemand als rechts oder rechtsextrem einstuft. Und damit die Menschen noch viel mehr in diese Ecke drängt. Also ich verwahre mich davor zu sagen, dass die AfD rechtsextrem ist. Sonst bin ich eben da in ihrer Meinung. Also ich finde, es sollten eigentlich alle mit demonstrieren dürfen, solange sie nicht eben solche Symbole hissen oder auch Materialien verteilen, die andere Menschen in eine rechtsextreme oder linksextreme Ecke ziehen könnten. Ja, also das fände ich jetzt unangebracht, findet aber bei uns auch nicht statt. Dass die AfD rechtsextrem ist, ist nicht von mir, ist nicht von der Linken, es ist vom Bundesverfassungsschutz. Rechtsextrem, was ist das? Rechtsextrem, das ist jemand für mich persönlich, der sich außerhalb des Common Sense, also nämlich außerhalb den Regelungen des Grundgesetzes bewegt. Ebenso wie linksextrem jemand für mich ist, der sich auch außerhalb der Richtlinie des Grundgesetzes, wer rassistisch sich äußert, und da nehme ich kein Blatt vom Mund, wer sich rassistisch äußert, wer sich gegen Flüchtlinge äußert, wer sagt, ja, wir kriegen hier Männerhorden rein, die vergewaltigen, das ist rassistisch und ich benenne es als rassistisch und da bringt mir auch keiner ab davon, das so zu nennen. Und rassistisch ist rechtsextrem. Ich denke mal, wer sich aus dem Common Sense, eben zum Beispiel aus dem Grundgesetz verabschiedet hat, da sehe ich auch persönlich die Grenzen der Toleranz erreicht. Weil Intoleranz
gegen fremde Völker oder gegen Hautfarben oder gegen andere Religionen. Intoleranz darf niemals toleriert werden. Wenn Sie Intoleranz tolerieren, Minus mal Plus, ergibt es Minus. Die Intoleranz gewinnt. Intoleranz mit Intoleranz gepaart, Minus mal Minus, das gibt wieder Plus. Also der Intoleranz gegenüber intolerant zu sein, das schafft Toleranz. Das ist das Einzige, was Toleranz schafft. Intoleranz kann man niemals mit Toleranz begegnen. Kurz noch ein Nachwort jetzt zu diesem Thema Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien. Gut und schön, lieber Ansatz, nett gemeint, funktioniert nur nicht, weil das ist ja gerade der Punkt an Verschwörungstheorien. Verschwörungstheoretiker stellen ja alles in Frage. Du kannst ihnen mit Fakten kommen, aber die Urquelle der Fakten wird nicht anerkannt. Du kannst ihnen mit Logik kommen, aber die argumentieren gegen die Logik. Das ist ja genau der Punkt, warum ich sage, wenn man sich nicht in dem Common Sense bewegt, dann hat man zwei Filterblasen, wenn man so will, und die sind in keiner Weise deckungsgleich. Es wird keine Auseinandersetzung geben mit Verschwörungstheoretikern, weil da nichts anerkannt wird. Man findet keine gemeinsame Kommunikationsbasis. Deswegen geht die Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien einfach nicht. Meine Ansicht. Ja, nur mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und gemeinsam können wir diese Krise überstehen. Es ist eigentlich genau das, was ich seit Beginn dieser Diskussion sage. Dieser Satz ist ein Aufruf zur Rückkehr in den Common Sense. Das bedeutet ja nicht, dass wir aufhören sollen, Kritik zu üben. Das bedeutet es überhaupt nicht. Sondern es bedeutet, dass wir uns an die gesellschaftlichen Konventionen halten, wenn wir Kritik üben, wenn wir Forderungen aufstellen. Das bedeutet, dass wir die Wissenschaft per se zunächst mal anerkennen. Und dieser Satz, ich verstehe ihn so, als dass das ein Aufruf ist, in diesen gesellschaftlich akzeptierten Rahmen zurückzukommen und dann kann die Diskussion von abweichenden Meinungen auf Basis von Fakten, Beweisen, notfalls Indizienketten erfolgen, aber nicht auf Basis apodiktischer Behauptungen. Ja, auf den Punkt mit den Wissenschaftlern und den Autoritäten möchte ich kurz eingehen. Und zwar ist es ja die Kritik, die wir Corona-Kritiker stellen, ist ja nicht, dass wir stellen ja nicht uns selbst als Autoritäten hin, dass wir sagen, dass was wir sagen ist wichtig, sondern wir fordern ja den Expertendiskurs, also dass wirklich Experten wie ein Professor Bhakti, ein Epidemiologe, der wirklich 12.000 Ärzte waren, das glaube ich, die er ausgebildet hat, der hat Ärzte ausgebildet, andere Mediziner, die wirklich aus ihrem medizinischen Fachwissen heraus die Kritik ausüben, wir fordern, dass diese Menschen gehört werden, also dass einfach Mediziner mit Medizinern diskutieren sollen, am besten ein gemeinsamer Tisch von Epidemiologen, Medizinern, Wissenschaftlern verschiedenster Meinungen, die dort miteinander diskutieren, also nicht, dass wir als Bürger das machen sollten, sondern eben diese verschiedenen Experten, auch kritische Experten. Also ich bin da ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen Common Sense leben, aber genau diesen sehe ich im Moment ja gefährdet. Also genau dieser Common Sense wird im Moment nicht ermöglicht, dadurch, dass kritische Stimmen komplett ausgeblendet werden. Die Kompetenz ist ja da. Ich meine, gibt es natürlich jetzt auch Ausnahmen, die man kritisieren kann, zum Beispiel die ganze Expertokratie, die jetzt da gerade im Bundestag und vor allem in der Europäischen Union, in der Europäischen Kommission jetzt da Einzug gehalten hat. Das ist sehr kritisch zu sehen, meines Erachtens. Ja, was ich aus diesem Gedankenaustausch mitnehme, worauf ich mich einigen kann, also zunächst mal nehme ich mit, dass die Frau Dürr eine angenehme Person ist, dass man mit ihr gut reden kann, dass sie eine sehr seltene Gabe hat, zuzuhören und aufzunehmen und dann quasi zu verarbeiten. Das finde ich sehr positiv. Und worauf wir uns einigen können, ist definitiv, dass bei den Maßnahmen unglaublich viel nicht rund gelaufen ist, dass unglaublich viele Prioritäten völlig falsch gesetzt worden sind, dass wie immer das neoliberale Prinzip durchgeht, die Großen sahnen ab, die Kleinen lässt man absaufen. Das ist einfach ein Unding. Dass die Probleme in den Schulen sind ein Unding. Das Problem, wie wir mit Kindern umgehen, wie wir die Eltern einfach die Last aufbürden, die Regierung den Eltern die Last aufbürdet, mit den Kindern irgendwie schon zurechtzukommen, ist auch ein Unding. Da müssen richtige Lösungen her. Über all das können wir uns wunderbar verständigen.
Was ich nicht verstehe, und dann werfe ich der Frau Dürr immer noch ihr Interview in der SZ vor. Also, aber also, ich habe dazu einen Faktencheck gemacht. Ich habe mir da entsprechende Seiten aufgerufen. Ich bin kein Fachmann, also ich muss das wiederum Fachleuten überlassen. Und da wurde jede einzelne Aussage, zum Beispiel, ja, die in Italien sind halt einfach gestorben wegen der Luftverschmutzung und so. Es erscheint mir auch hin und vorne plausibel. Da sehe ich einfach die Gefahr, dass sie sich da ein bisschen hineinziehen haben lassen in gewisse Aspekte des Fake News. Und da werde ich Ihnen auch nicht folgen, da kann ich Ihnen nicht folgen, sondern da möchte ich noch ein bisschen anmahnen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr in die Sachlichkeit reingeht und vielleicht auch die Meinungen der Leute, die man jetzt nicht unbedingt teilt, also zum Beispiel Herrn Drosten, trotzdem respektiert. Weil ohne den gegenseitigen Respekt kommt man nirgendwo hin. Ja, ansonsten danke ich von meiner Seite aus fürs Zuhören. Wir sehen uns vielleicht bald wieder und tschüss. Ja, ich habe dieses Gespräch auch als sehr angenehm empfunden. Ich war tatsächlich vorher etwas aufgeregt. Danke Ihnen auch sehr für dieses gelungene und interessante Gespräch, wo ich wirklich auch viel dazulernen konnte. Sie sind da ja durchaus sehr belesen und ja, kennen sich eben aus auf dem Gebiet. Ich respektiere die Meinung von Herrn Drosten, aber ich respektiere nicht, dass neben Drostens Meinung nicht noch andere Meinungen gelten dürfen. Also ich sehe die Meinung des Herrn Drosten nicht als einzige Meinung und nicht als unbedingt richtig, sondern es könnte auch sein, dass zum Beispiel Herr Streeck widerspricht auch in einigen Dingen. Es könnte sein, dass er am einen oder anderen Punkt recht hat, oder ich würde Ihnen auch sehr empfehlen, sich mal zum Beispiel mit Professor Bakhti auseinanderzusetzen. Bei den Punkten, die Sie zusammengefasst haben, wo wir uns darauf einigen können, da stimme ich absolut zu. Genau, das kann ich vollkommen unterschreiben. Würde vielleicht abschließend noch vielleicht dazu plädieren an unsere Zuschauer, wie wichtig es ist, miteinander wirklich ins Gespräch zu gehen und weniger sich etwas vorzuwerfen, sondern mehr wirklich den gemeinsamen Diskurs, die gemeinsame Unterhaltung zu suchen, die Gemeinsamkeiten zu suchen und zu schauen, wo können wir denn da anknüpfen und wie können wir weitergehen. Dann danke ich vielmals für dieses Gespräch heute und danke auch an das Live-Studio FFB, dass wir das hier heute durchführen konnten. Genau.